Flensburg, Mitte des 18. Jahrhunderts. Mit den Westindienfahrten setzte ein enormer wirtschaftlicher Aufschwung ein. Die aufreibenden Seereisen führten zu namhaften Inseln der Karibik. Etliche Waren brachten die Seemänner in die Heimat und zunehmend hochprozentigen Rum. Eine abenteuerliche Zeit. Und eine Zeit, in der die Handelsfamilien an Bedeutung gewannen. Kaufleute, Reeder, Zuckerproduzenten und Rumhändler investierten in Betriebe und Wohnhäuser. Sie prägten Stadt und traditionelle Kaufmannswerte, die bis in die heutige Zeit reichen. Das Flensburger Rummuseum.